Jo. Tag 17 vom Fasten. Gewicht ist eigentlich stabil momentan, hat sich irgendwie jetzt nicht verändert. Ich hatte ja Säfte wieder integriert, weil mir es zu schnell ging insgesamt und jetzt habe ich die wieder runtergefahren, auf ein Minimum von Flüssigkeit, sage ich mal, von 500 bis 600 Milliliter circa an organischem Wasser. Und also wir haben jetzt Montag, beziehungsweise ist jetzt schon Dienstag quasi. Und ich werde es noch bis einschließlich Donnerstag oder Freitag machen. Und ja, aber ich leg mich nicht fest, 500 bis 600 Liter Wasser, sondern einfach so viel, wie ich Bock habe. Und wenn ich mich momentan halt gut fühle mit so wenig, mache ich weiterhin so wenig. Ich bin kurz vom Ziel, aber alles, also komplett ist noch nicht erreicht, aber ich denke mal, es sollte bis Donnerstag oder Freitag möglich sein, dass das Ziel erreicht ist und ich damit dann fertig bin. Also viel fehlt nicht mehr, sage ich mal. Also das sieht man auch allein im Spiegel, was da halt für Gewebe noch vorhanden ist, wenn da halt noch schwammiges Gewebe, das heißt Wasseranlagerung vorhanden ist, dann sind das halt Dinge, die noch weg müssen, bevor der Körper wieder aufbaut, weil Wassereinlagerungen sind nie ein gutes Zeichen, das ist im Prinzip immer Schleim in erster Linie, das heißt Giftstoffe, die mit Wasser umlagert sind, und zu guter Letzt wird circa das am Bauch abgebaut und da habe ich noch nicht komplett weg, sage ich mal, aber halt schon ziemlich nah dran. Was man auch am Bild sehen kann, was ich eingefügt habe als ja, Videovorschau. Da müsst ihr dann nochmal irgendwie gucken. Bei YouTube auf der Startseite ist das in der Videovorschau das Bild. Ansonsten, wenn ihr Firefox benutzt, einfach Steuerung plus U drücken. Dann öffnet sich eine Konsole, dann Steuerung plus F drücken, dann öffnet sich innerhalb der Konsole unten links eine Suchleiste und da dann eingeben OG, also OG, Doppelpunkt, IMG für Image. Und dann erscheint ein Link mit Punkt JPG. Den Link kopieren, in Adressleiste einfügen, dann habt ihr das Bild in groß. Ist eigentlich extrem simpel. Ich habe keine Lust, das Video jetzt extra zu bearbeiten, nur damit ich das eine Bild einfügen kann. Ich wollte ein bisschen drüber reden, über das Fastenbrechen. Das Fastenbrechen ist, also als Fastenbrechen bezeichne ich nicht die eine Mahlzeit, die eingenommen wird nach dem Fasten, sondern die ganze Zeit zwischen dem Fasten selber und dem wieder in Anführungszeichen regulär Essen oder dem Programm, was man sich dann vorgenommen hat. Also das in Anführungszeichen reguläre Essen sollte halt schon anders aussehen als vor dem Fasten, sonst bringt das Fasten langfristig nicht unbedingt sehr viel, weil sich dann wieder alles ansammelt, sozusagen, was man losgeworden ist über die Zeit. Das Fastenbrechen. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Wasserfasten macht von einer Woche, dann würde ich sagen, dauert das Fastenbrechen circa 3 Tage. Wenn man jetzt eine Woche trocken fasten würde, würde ich sagen, dauert das Fastenbrechen eine Woche und die Wiederaufbauphase nochmal mindestens 1 bis 2 Wochen. Ich habe dann circa voraussichtlich 3 Wochen gefastet. Ob das länger sein wird, das weiß ich noch nicht. Wir fänden wahrscheinlich mit Säften, aber ich habe keine Ahnung. Ich werde mich da leiten lassen. Aber wenn ich jetzt die 3 Wochen um habe, das war ja so ein kombiniertes Fasten wieder oder Kaskadefasten, schätze ich mal, dass ich dennoch so 4 bis 5 Wochen brauche, bis der Körper komplett aufgebaut hat. Und circa das Fastenbrechen eine Woche ist,
Also so circa. Und davon werde ich die ersten 3 Tage weiterhin nur Säfte trinken, aber deutlich vermehrt. Also immer mich satt trinken oder zumindest, wenn ich es nicht schaffe, mich satt zu trinken, so viel, wie ich halt merke, dass es sich noch gut anfühlt. Aber wenn ich mehr, noch mehr trinken würde, also den Körper dazu zwingen würde, noch mehr zu trinken, weil ich noch nicht satt bin, dann ist der Körper überfordert. Und dann zerstört man sich einige Erfolge wieder des Fastens. Und so ist es allgemein. Das sehe ich bei vielen Leuten, höre ich immer wieder, dass es wirklich das Fastenbrechen ist mindestens genauso wichtig wie das Fasten selber. Und zusammen gesehen, das Fastenbrechen plus die Zeit nach dem Fasten ist noch wichtiger als das Fasten selber. Also wenn er dann nach dem Fasten dann denkt, ah, jetzt ist alles vorbei, jetzt habe ich es geschafft und so weiter, und jetzt kann ich ja ruhig wieder, dann habt ihr nicht nur falsch gedacht, sondern ihr macht euch alles kaputt. Macht euch wirklich nahezu alles kaputt, außer dass ihr halt die eventuell die geistige Erfahrung mitgenommen habt. Das könnt ihr euch natürlich dadurch nicht unbedingt kaputt machen. Außer dass ihr nicht die volle Erfahrung mitgenommen habt, dadurch, dass ihr es dann sozusagen im Nachhinein falsch gemacht habt. Auf jeden Fall überfordert ihr den Körper, besonders wenn ihr nach einem Wasserfasten oder Trockenfasten direkt wieder esst. Dann überfordert ihr den Körper maßlos, der kommt überhaupt nicht hinterher und dann kommt er auch mit den Toxinen in der Umwelt nicht mehr klar oder vielleicht sogar in den Sachen, die ihr gegessen habt. Alles verstopft total und total schnell und ihr bräuchtet eigentlich schon direkt wieder eine Woche Fasten. Also ihr habt euch eine Woche Fasten damit dann komplett kaputt gehauen, wenn er wieder anfängt zu essen direkt, weil ihr dann auch direkt am nächsten Tag wahrscheinlich weiter essen werdet und dann noch einen Tag, weil ihr nicht mehr aufhören könnt. Also ihr, auch wenn ihr halt Hunger habt und ihr werdet wahrscheinlich dann Hunger haben irgendwann, weil der Körper dann auch relativ ausgezehrt ist von Mineralstoffen, die er für das Fasten, für die Giftstoffe zu neutralisieren gebraucht hat. Weil ihr an Mineralstoffen ausgelaugt seid oder der Körper, hat er Hunger. Also nicht diesen typischen Hunger, nicht diesen Drang und Zwang, aber ihr fühlt euch irgendwo halt leer und nicht komplett energetisch. Aber ihr müsst dann halt wirklich durchhalten und Disziplin bewahren. Also das Fastenbrechen selber, das gehört zum Fasten noch dazu eigentlich. Nur, dass ihr halt ein bisschen mehr konsumiert. Aber auch nicht so viel, dass ihr wie im Normalfall. Und da ihr nicht so viel wie im Normalfall konsumiert, ist das für den Körper immer noch ein Fasten, aber halt ein leichteres. Also das Fastenbrechen gehört zum Fasten selber noch dazu. Das ist also auch noch ein Fasten, nur halt eine seichtere Übergangsphase, die absolut notwendig ist für den Körper. Sonst macht euch einiges wieder zunichte, was ja eigentlich, dann hat sich das nicht komplett gelohnt, sage ich mal. So, das fand ich wichtig, sehr wichtig zu erwähnen. Ich werde wahrscheinlich dann 3 Tage halt Säfte machen noch bis Sonntag, falls ich das am Donnerstag oder Freitag halt wirklich brechen werde, das Ganze. Und danach werde ich dann die erste Mahlzeit aus Wassermelone zu mir nehmen oder was gibt es sonst noch? Also ich habe nicht mehr so viel zur Auswahl mittlerweile. Ich dachte jetzt mittlerweile sogar, dass die Demeter-Äpfel auch nicht mehr gehen, weil die sich einfach noch wie Junk anfühlen und nicht wirklich was drin ist und auch kein Geschmack drin ist, das für den Geist dann auch Junk ist. Aber ich habe dann bemerkt, dass es Bioland Äpfel waren. Also Demeter ist halt nochmal eine Stufe weiter, eine Stufe besser auch. Also wirklich eine ganze Stufe. Diese Bioland Äpfel, die hatten auch nur entweder keine oder ganz kleine verkümmerte Kerne. Und dann hatte ich nochmal einen Demeter-Apfel probiert gehabt. Beziehungsweise ich habe ihn halt durchgeschnitten, geguckt mit den Kernen, habe ihn halt entsaftet. Und es hat deutlich besser geschmeckt als einen Bioland-Apfel. Nur bin ich mir nicht sicher mit dem Zucker wieder. Deswegen werde ich mal ab nächste Woche dann halt mal so ein paar verschiedene Sorten von Demeter ausprobieren. Aber ich werde wahrscheinlich mit Wassermelone brechen, obwohl die Wassermelone konventionell ist. Da habe ich ja einen Saft von probiert in der Zeit jetzt, wo ich Säfte integriert hatte. Und die Qualität war eigentlich sehr gut, hat auch sehr gut gerochen, sah äußerlich auch sehr gut und sehr reif aus. Und Wassermelone ist generell
eigentlich die Frucht, die so am wenigsten belastend ist aus dem konventionellen her. Aber ich wollte den Körper halt nicht direkt wieder mit Giften belasten. Das wäre gleichzusetzen, wie direkt wieder zu essen. Der Körper ist dann überfordert. Er kann mit diesen Giften, weil der Kreislauf auch so unten ist, kann er diese Gifte nicht so schnell wieder rausbringen. Und das verstopft dann wieder innerlich alles. Und deswegen wollte ich eigentlich auch erstmal komplett nur Bio-Zeug zu mir nehmen. Aber mir fällt da eigentlich momentan sonst nichts ein, was ich sonst kriegen würde an saftigen, sehr saftigen Obst. Melonen sind natürlich am besten. Ich könnte höchstens mit 2 Charentes Melonen brechen. Das wären dann aber 8 €. Mangos bin ich jetzt nicht so Fan von für ein Fastenbrechen. Und die von Edeka, die habe ich mal geholt. Und also die habe ich jetzt schon mal geholt gehabt. Und die sind, wenn die zu überreif gewesen wären, hätte ich die entsaftet. Aber die sind immer noch grün nach einer Woche und werden langsam schon schimmelig. Obwohl ich von einigen gehört habe, dass die so begeistert sind, auch von der Sorte Amelie von Edeka Bio. Aber irgendwie werden die nicht reif und schon schimmelig, also kann man auch vergessen. Ananas habe ich auch noch keine reifen Bio-Ananas gefunden. Ansonsten bleiben halt Zitrusfrüchte, aber die esse ich überhaupt nicht gerne. Ich entsafte die nur. Ich mag also überhaupt nicht diese Pulpe von Zitrusfrüchten. Ansonsten fällt mir da noch Kiwi ein, aber die sind sehr, sehr mineralreich. Deswegen würde ich doch am liebsten Wassermelone nehmen. Ich will aber auch nicht mich hier verquatschen total. Das tue ich ja schon öfters. Eigentlich wollte ich nur kurz halt einen Zwischenbericht noch geben. Jetzt am wievielten Tag hatte ich gesagt? 17. Jetzt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Dann ist es heute der 18. Tag. Ja. Jo, sonst habe ich eigentlich nichts zu erzählen. Hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt. Ne, letztes Mal hatte ich irgendwas vergessen zu erwähnen. Und zwar hatte ich da erwähnt, dass ich also jetzt gespürt hatte, schon vor Tagen halt, dass sich sehr viel gelöst hat, innerlich, wahrscheinlich auch von den Chakren her. Dass die Dinge viel, viel besser fließen und ich jetzt auch schon spüre, dass wenn ich halt wieder essen werde, das auch viel besser in mir aufnehmen kann. Weil das alles viel besser fließt und keine Blockaden mehr da sind und das Essen überhaupt verwertet. Ja, ich glaube, ich hatte das gesagt, dass ich immer gespürt hatte, dass das Essen nicht richtig aufgenommen werden kann, dass das alles so blockiert war und nicht floss und deswegen auch nie richtig Lust hatte, zu essen, aber ich glaube, das funktioniert, wird nach Fasten dann viel besser funktionieren, weil ich auch jetzt schon merke, dass ich halt Umweltgifte, die man im Fasten halt besonders merkt, zum Beispiel auch WLAN, merke ich schon, dass ich die viel besser toleriere und einfach durch Loslassen, also durch geistige Arbeit, durch Loslassen, was ich halt sowieso mache, dass die dann halt auch wirklich wieder abfließen und eigentlich fast keinen Schaden anrichten. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ansonsten zur Fruchtqualität oder genau wie die Ernährung danach aussehen wird, weiß ich noch nicht. Ich habe vor, mich immer absolut satt zu essen. Das eine ist, es könnte sein, dass ich halt, dass es dann so 2, 3 Kilo Obst am Tag sein können. Zum Beispiel so eine breite Wassermelone, das sind ungefähr 5 Kilo, dass ich an einem Tag halt so eine ganze Wassermelone von 5 Kilo esse, das sind dann 3 Kilo Fruchtfleisch oder so. Oder auch mal, weiß nicht, 10 Äpfel und dann nochmal 4 Schalen Erdbeeren. Und das dann halt jeden Tag und dann einen Tag die Woche fasten. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber das muss ich halt sehen, wie viel der Körper dann wirklich verlangt. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich dann halt schon so weit bin oder dass der Körper so weit ist, dass ich gar nicht das Bedürfnis habe nach so viel und eher Säfte trinken werde. Und vielleicht mal alle 2 Tage ein richtig qualitatives Stück Obst, dann halt vielleicht so eine Viertel von dieser Wassermelone zum Beispiel oder halt Wildobst, reif geerntetes und so weiter. Zum Beispiel eine wilde Papayasorte, davon dann eine Hälfte oder sowas, und das dann alle 2 Tage,
Ich weiß noch nicht, ob ich in diesem Reinigungsgrad dann schon drin bin nach dem Fasten. Wenn nicht, ist auch kein Problem. Ich habe auch keine Probleme mit dann auch mehr zu essen als jetzt die ganze Zeit vor dem Fasten. Da habe ich ja nur so 500 bis 1000 Kalorien gegessen, so 10 Monate lang. Aber dann auch bis zu 1500 Kalorien dann auch täglich zu essen, das dann auch für ein halbes Jahr oder noch länger, bis ich dann nochmal ein Fasten mache, im Winter oder so, habe ich auch absolut kein Problem mit. Da muss ich halt nochmal gucken. Da bin ich auf jeden Fall wirklich gespannt, was der Körper mir dann sagt, wie viel da halt gut ist. Ich werde halt wirklich steigern über Wochen hinweg und dann ab Woche 4, Woche 5 dann halt gucken, dann müsste der Körper sich völlig erholt haben. Und dann gucke ich mal, wie viel der Körper dann in dem Zeitpunkt braucht. Also die Zeit bis dahin wird er halt erstmal weniger verlangen, weil er halt noch nicht ganz erholt ist, sage ich mal, auch vom Stoffwechsel. Und dann gucke ich mal weiter. Ich weiß, ich bin mir halt da nicht ganz sicher, weil einige sagen, dass es dann nichts mehr zum Aufbauen gibt und dass der Stoffwechsel halt auch nur für die Entgiftung da ist. Und dann müsste man, also demnach müsste man dann halt wirklich nur nach den Umweltgiften gehen, wie viel man halt trinken muss oder sollte und essen sollte, je nachdem, wie viele neue Umweltgifte halt dazukommen. Falls ich halt wirklich dann schon die Grenze erreicht habe und nichts mehr von mir selber aus so entgiften kann oder nicht mehr viel, so dass ich halt nur noch nach den Umweltgiften gucken muss, wie viel ich dann halt trinke und esse, um das zu kompensieren und um maximale Energie zu haben. Die andere Seite wäre aber auch diese geistige Nahrung durch die Früchte aufzunehmen, also dass man sich halt daran erfreut und so weiter und das Prana oder die Energie, das gebundene Licht in den Früchten selber auch in sich aufnimmt, um seine eigene Energie, sage ich mal, zu steigern. Aber ich weiß halt wirklich auch noch nicht. Oder beziehungsweise jetzt erst noch mal ein anderer Gedanke. Die anderen Leute, die sagen halt, dass man halt schon aufbaut danach wieder. Und dafür, ob dafür dann die Früchte sinnvoll sind, also in der ersten Zeit auf jeden Fall, um die Mineralstoffe wieder zurück reinzukriegen. Da ist dann, denke ich mal, noch mal eine gesonderte Phase. Also im Fastenbrechen ist halt die gesamte Erholungsphase und da wird man wahrscheinlich dann 1, 2 Kilo aufbauen, bis zu 3 Kilo oder so, denke ich mal. Aber ab da könnte es sein, dass ich halt wirklich nur noch relativ wenig brauche, nur noch um die halt die neuen Umweltgifte abzupuffern. Da muss ich halt nichts mehr Altes vom Körper selber abpuffern. Ja. Und das könnte halt wirklich sein, dass das halt wirklich nur noch sehr wenig ist, um trotzdem maximal energetisch zu sein. Da muss ich dann aber halt noch rumprobieren, rumexperimentieren, wie viel das ist. Aber diese Experimente werden dann erst ab circa 6 Wochen starten, nachdem ich halt, ja, nachdem die Experimente halt nicht dadurch verfälscht werden, dass halt mein Körper noch nicht ganz erholt ist oder Stoffwechsel nicht ganz erholt ist. Ja. Und dann werde ich die Erkenntnisse präsentieren in 6 Wochen und so weiter. Alles klar. 18 Minuten. Bis dann. Ciao.